König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 4. Folge des König, Bube, Dame, Gast Adventskranz. Wir haben ja mit euch in den letzten 3 Wochen schon über das Tagebuch der Ellen Rönnbauer und über die Miniserie Rosewood, das Haus der Verdammnis, gesprochen. Und heute wollen wir diese kleine Miniserie für euch zum Abschluss bringen, indem wir auch über den letzten Teil der Miniserie reden. Und dafür habe ich mir wie immer den Flo eingeladen. Hallo Flo. Hallo Dela. Wir haben jetzt 3 Kerzchen angezündet und heute brennen wir das Ding endlich nieder. Yay, Dinge anzünden. Außerdem habe ich den Brandbeschleuniger, den Jonas, eingeladen. Hallo Jonas. Hallo, ich grüße dich. Und selbstverständlich die Flamme unserer aller Herzen, die Missy. Hallo Missy. Hallo Dela, das hast du wunderschön gesagt. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr, liebe Hörerschaft, auch so kurz vor Weihnachten noch in unsere Folgen reinhört. Wir begrüßen natürlich auch euch und freuen uns auch, dass ihr da seid. Wenn ihr das Ganze nach Weihnachten hört oder kurz vor Weihnachten, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch alles Gute und viele, viele, viele schöne Tage, wenig Theater mit der Familie und eine hübsche Weihnachtszeit und viele tolle Geschenke. Lasst es euch gut gehen und fresst euch gut voll, wenn es euch irgendwie gut geht und passt gut auf euch auf. Wir hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr noch erhalten bleibt. Und wir noch einige Weihnachtsfolgen mit euch gestalten können. Und wenn ihr das tatsächlich erst viel später hört, dann freuen wir uns nicht. Ein bisschen freuen wir uns immer. Na gut. Nun gut, das auch nur am Rande. Bevor wir jetzt weiterreden, wir hatten ja, wie gesagt, gerade schon darüber geredet. Wir haben über die Miniserie gesprochen, über die ersten beiden Teile, nämlich über die erste Nacht im Haus der Verdammten. Wir haben über die Geschichte von Rose Red etwas gelernt in der Prequel-Folge zu Das Tagebuch der Ellen Rönnbauer. Und wir haben schon die ersten Verluste zu bezeichnen. Nämlich auf jeden Fall den frettchengesichtigen Journalist. Journalist von der Schülerzeitung. Wir haben außerdem als Verlust zu bezeichnen Victor, den alten bibeltreuen, aber schwanzgesteuerten Forschermenschen, der ins Haus eingeladen wurde. Und wir haben als Opfer Pam zu verzeichnen. Und wie viele weitere Opfer uns noch bevorstehen, das werdet ihr in dieser Folge lernen. Bevor wir aber dazu kommen, hat uns Sprumpel noch ein paar hübsche, kleine Informationen zum Drehort rausgesucht. Bitte. Ja, es geht auch nur ganz kurz, weil Jonas sieht auch schon recht schlecht aus. ich wollte nur noch erwähnen, wir haben gesagt, das Haus sieht wirklich gut aus. Und das Haus ist ja tatsächlich ein echtes Haus, nämlich Thornwood Castle, ein 500 Jahre altes Schloss in Tacoma, Washington. Und wenn man jetzt überlegt, Amerika, 500 Jahre altes Schloss, das passt nicht zusammen. Stimmt. Das Schloss ist 1907 von einem Mr. Thorn gekauft worden in England, abgebaut und in Amerika wieder aufgebaut worden. Das Ganze hat 3 Jahre gedauert. Er hat das für seine Frau gemacht. Und man muss sagen, es ist echt beeindruckend, wie das aussieht. Das Ganze war natürlich auch öfter schon für Filme als Location. Neben Rose Red und dem Tagebuch der Ellen Rönnbauer wurde hier der Oscar-Gewinner There Will Be Blood gedreht von 2007. Und erst vor kurzem ist ein verloren geglaubter Stummfilm von 1927 wieder aufgetaucht, The Eyes of the Totem. Da hat dieser Mr. Thorne als Investor war er daran beteiligt und deswegen wurde auch sein Schloss als Schauplatz für Außenaufnahmen genutzt, 1927. Da möchte ich gerade anmerken, das passt zu dem Tagebuch, weil da meint John Rönnbauer auch, ihr Stein für Stein, Balken für Balken wurde von England hierher gebracht. Aha. Hm. Also das würde sich da gut einfügen. Okay. Ja, ist dann wahrscheinlich übernommen worden. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Nein, aber wie gesagt, also muss ich wirklich sagen, die Location und das Setting in dem Film ist wirklich, wirklich geil.
muss ich echt immer wieder sagen, die Bildqualität und die Bilder, die uns da um die Ohren gehauen werden, finde ich gerade für einen King-Film, der ja sonst eigentlich immer für seine eher schrammeligen Dinge bekannt ist, muss ich echt sagen, fand ich echt klasse. Ja, wir haben hier mit David Cornell auch einen einigermaßen bekannten Kameramann, der das übernommen hat. Wir begegnen ihm auch später nochmal, denn er hat auch mehrere King-Filme gemacht, unter anderem The Night Flyer und Sturm des Jahrhunderts. Da werden wir auch, wenn wir soweit sind, irgendwann mal drüber reden. Aber er war auch an diversen, auch unzähligen Produktionen beteiligt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre dieser Film ohne diese ganzen Geistererscheinungen und in Anführungsstrichen Special Effects ausgekommen, wäre der Film wahrscheinlich um 100% besser gewesen. Weil die reine Bildsprache ohne die ganzen Effektsachen ist wirklich gut. Oder zumindest mit praktischen Effekten und nicht diese, ja, doch nicht so ganz ausgereiften Computereffekte. Ja. Die stören mich auch wirklich. Das stimmt. Nun gut, aber kommen wir wieder zurück zu den positiven Sachen. Denn positiv aufgefallen ist mir der Introflug auf der zweiten DVD für diese Miniserie. Denn wir beginnen diesen Teil mit einem Introflug über das gesamte Grundstück. Und der endet mit dieser Szene, als die Glasbibliothek, der Glasboden, der Spiegelboden langsam aufbricht. Und das fand ich eine echt hübsche Szene. Außerdem wird... Ging mir genauso, weil das auch wieder so was Atmosphärisches war. Also den Zuschauer wieder zurückgeholt hat in diese Geschichte, an den Ort des Geschehens. Und das fand ich auch toll gemacht. Und uns wird während dieses Prologs wird halt nochmal erklärt, was ein Spukhaus denn im eigentlichen Sinne ist. Und hier wird uns klar gemacht, ein Spukhaus ist ein Haus, das vom Wahnsinn befallen ist und neidisch ist auf die Lebendigkeit seiner Bewohner. Und das fand ich eigentlich als Konzept ganz hübsch. Und muss ich sagen, wie gesagt, wir haben ja schon mehrere King-Geschichten, die Spukhäuser beinhalten, zum Beispiel Shining und so weiter oder Saw. Diese Definition eines Spukhauses, die fand ich eigentlich ganz niedlich. Wie steht ihr denn dazu? Finde ich passend, ja. Ja, kann man so sagen. Ich habe mich noch nie gefragt, wie man ein Spukhaus eigentlich definiert, außer es ist ein Haus, in dem es spukt, aber ja, ist okay. Wobei ich in dieser ganzen Neiddefinition ein bisschen vermisse, dass gerade bei Wow's Wet ja diese Beschützerkomponente irgendwie unterschlagen wird. Denn Rose Red lässt ja vor allem die Frauen verschwinden, damit sie eben vor dem Zugriff der Männer geschützt sind. Wie gesagt, ich fand die Definition ganz nett, aber sie ist gerade in diesem Fall wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber gut, kommen wir jetzt, nachdem wir diesen wirklich tollen Introflug hatten, wieder auf die Szene, in der das Ganze nämlich eingerissen wird. Denn der Professor wird durch den Garten verfolgt. Wir hatten ja schon erwähnt, der Professor, der auf der Suche nach seinem studentischen Journalisten ist, kommt auf Rose Red an, möchte eigentlich seinen Studenten zurückholen und wird dann aber der ganzen Macht von Rose Red ausgeliefert. Er wird dann durch den Garten gescheucht, unter anderem von seinem Studenten, beziehungsweise dessen geistiger Repräsentation, sag ich mal. Und die ganze Szene war völlig dumm und langatmig und dämlich. Oder ging euch das anders? Nee, eigentlich ging es mir nicht anders. Außerdem haben wir hier wieder eine Szene, wo die beiden Zombie-Weiber, die Emery verführen wollen, wieder auftauchen. Auch die, muss ich ehrlich sagen, eher so, was soll denn der Mist jetzt schon wieder? Bin ich ohnehin warm geworden. Ja, für mich hat das auch irgendwie gar nicht so zu dem Haus und zu der Geschichte gepasst. Also das waren ja quasi dann mehr, wie du schon sagtest, mehr Zombie-Gestalten als jetzt Geisterwesen oder Erscheinung. Und das war irgendwie aus der Reihe raus. So. Aber es veranlasst natürlich Emery dazu, dass er jetzt endgültig die Schnauze voll hat und vor diesem Haus fliehen möchte. Was aber entsprechend blutig und dumm endet, denn er versucht, die Tür aufzumachen und ihm werden dabei recht eklig und recht blutig die Finger abgeklemmt,
Wobei ich sagen muss, er hat dafür, was ihm passiert ist, noch erstaunlich wenig. Das war eine Szene, die fand ich wieder ganz nett. Ja, die war auch nett. Gerade weil wir dadurch halt das erste Mal wirklich demonstriert kriegen, dass die dort unter Zwang nur noch sind und eben nicht mehr gehen können, wenn sie es gewollt hätten. Und es trifft natürlich den Richtigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass Emory Schmerzen hat, das finde ich ja grundsätzlich schon mal gut. Dem stimme ich zu. Ja, das Ganze führt dann natürlich dazu, dass Joyce wieder das Ganze runterspielt. Hier wird sich wieder recht deutlich gezeigt, dass sie halt wirklich immer weiter größenwahnsinnig und immer ambitionierter und immer obsessiver wird und immer mehr sich zur Scheißperson entwickelt. Das fand ich in Anbetracht ihres Charakters auch schon wieder ganz okay, aber... Und Emory hat natürlich ab diesem Zeitpunkt vollkommen die Schnauze voll. Er stellt dann schon fest, dass Annie wahrscheinlich die Person ist, die der Schlüssel zur Freiheit ist, und trägt dann eben an, dass man sich doch ihrer entledigen sollte, um eben das Haus zu verlassen. Also er benimmt sich wirklich wie das letzte Arschloch. Und er geht mir auch echt massiv auf den Kranz in dem Moment. Ich beginne auch mehr und mehr so mein Interesse für diese Figuren zu verlieren. Und ich wäre bereit dafür, dass noch ein paar sterben, weil irgendwie wollen sie das nicht so richtig. Genau, also, aber wir haben ja schon Todesfälle, denn wir hatten ja gerade schon erwähnt, dass Victor in der letzten Folge ja schon gestorben ist an seinem Herzinfarkt, weil ihm eben Emmerich nicht geholfen hat in irgendeiner Form. Und man findet ihn halt jetzt. Nick versucht dann noch ein kleines bisschen die Situation zu retten. Er trommelt ans Fenster und versucht irgendwie die Türen aufzubrechen. Stellt dann eben auch fest, dass es nicht funktioniert. Und resigniert dann natürlich letzten Endes. Sie versuchen dann auch die Krähen und die Raben von der Leiche von Victor zu entfernen. Scheitern selbstverständlich auch daran. Und ja, das Ganze entwickelt sich dann letzten Endes zu einem Streitgespräch und zu einem großen Showdown zwischen vor allem Nick und Joyce, wo eben klar gemacht wird, dass sie eben wirklich obsessiv nur noch handelt und nicht mehr in irgendeiner Form verantwortungsbewusst gegenüber ihren Versuchskarnickeln ist. Und es wird auch thematisiert, dass eben Steven, also der letzte verbleibende Erbe des Rimbauer-Imperiums, doch vielleicht etwas mehr Fähigkeiten hat, als er glaubt. Und da fällt der schöne Satz zu Steven, der hat ungefähr so Übersinnliches an sich wie ein Vollkornbrötchen. Das fand ich ganz nett. Also als jemand, der heute mehrere Vollkornbrötchen gegessen hat, würde ich dem zustimmen. Unterschätzt nicht die Macht der Vollkornbrötchen. Naja, aber es stellt sich dann halt letzten Endes raus, dass die ganze Sache ja mit Steven doch etwas mehr an sich hat, als man denkt. Denn er hat, wie gesagt, telepathischen Kontakt zu Annie, aber er kommt nur auf gewisse Ebenen und kann nicht so mit ihr kommunizieren, wie er das gern wollte. Nun ja. Jetzt kommen wir zu der Szene, wo die beiden, also Casey und Nick, Casey geht das ganze Streitgespräch so mehr oder weniger auf die Nerven. Und sie beschließt dann, ja, ich gehe mir jetzt einen Tee holen, es geht mir alles auf den Keks und ich muss hier weg, weil ich halte auch das Gemecker von Emory nicht mehr aus und ich muss hier raus. Daraufhin geht sie in die Küche, um sich Tee zu holen oder irgendein Getränk und kommt lange Zeit nicht wieder. Und Nick geht dann halt als der verantwortungsbewusste Mensch, der er nun mal ist, hinterher. Und sie finden dann die Mutter von Emory. Da habe ich nicht ganz verstanden, ist es wirklich noch die Mutter als die Mutter? Ja, ne? Ja, sie wird ja dann erst von den Geistern geholt. Genau, ja. Zu dem Zeitpunkt ist sie noch normaler Mensch eigentlich. Was normal in Anführungszeichen. Sie ist ein Mensch, ja. Genau. Genau. Ja, und da fand ich, muss ich sagen, die Kommentare von Nick wieder grandios. Wie er mit ihr umgeht, wie er sie ja zwar fesselt, weil sie ist halt gemeingefährlich und sie ist halt die Mutter von Emory. Aber wie er das Ganze süffisant kommentiert und freundlich und gelegentlich sarkastische Kommentare von sich gibt, das fand ich ziemlich klasse. Also da hatte ich Spaß dran. Passt auch wieder zu seiner Rolle so ein bisschen als der Vermittler zwischen allem und jedem. Genau. Und deswegen fand ich diese Szene auch wieder sehr, sehr gut mit ihm dargestellt. Ja, und er beschließt dann eben mit Casey zurückzugehen,
woraufhin sie sich aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr oder weniger gnadenlos im Haus verlaufen. Ist das richtig, Jonas? Du hast von uns den Film als letzter gesehen? Ja. Genau. Ja. Und es kommt dann halt wieder zu der einen oder anderen gruseligen Szene. Sie laufen dann halt so durch das Haus. Und auf einmal taucht das Teppichmonster, das wir schon mal hatten, wieder auf. Und Nick opfert sich dann großmütig, indem er Casey nochmal in einen Seitengang schubst und sich dann selbst von dem Teppichmonster fressen lässt. Und da muss ich sagen, da war ich traurig drum, weil Nick war echt der einzige erträgliche Charakter in der ganzen Filmserie. Abgesehen von Annie, die fand ich auch noch ganz gut. Aber er war wirklich mir der angenehmste Charakter. Und ausgerechnet, der opfert sich mehr oder weniger ohne Not. Ich meine, er hätte ihr ja auch einfach hinterher springen können. Ja, er war schon sehr sympathisch. Allerdings würde ich Steven nicht einfach so unter den Tisch kehren, weil den finde ich auch ganz nett. Ja, was mich hier selber ein bisschen geärgert hat, es wird ja dann das Teppichmonster auch so ein bisschen in seiner echten Gestalt gezeigt. Das hätte man sich sparen können. Also dieser Effekt, wie es eben diese Beule unter diesem Teppich hervorschiebt, den fand ich geil. Aber sobald man es dann wirklich sieht, das hätte man sich schenken müssen, oder? Ja, wie beim Monster in der Kiste. Ja, genau. Genau denselben Gedanken hatte ich auch. Genau. Es ist wie ganz oft, wenn man das Monster wirklich sieht, ist es lächerlich und nicht gruselig. Naja, und Casey ist dann natürlich alleine. Sie weiß, Nick wurde von dem bösen Monster geholt. Sie läuft dann wieder durch das Haus, das sich natürlich währenddessen die ganze Zeit verändert und tut und Zeug macht und so weiter. Und sie endet dann in der Bibliothek. Und da kommen wir dann wieder zu einem sehr hübschen optischen Effekt, denn der Glasboden aus der Bibliothek wird zu Wasser. Und das fand ich gerade in Anbetracht der Szene, dass wir ja vorher die Ophelia-Thematik bei Pam hatten, die im Brunnen ertrunken ist, fand ich das echt einen geilen Effekt, der auch echt hübsch aussah und hübsch umgesetzt war. Zumindest besser als die meisten Effekte, die wir bis jetzt hatten, ja. Okay, wie geht's denn dann weiter? Nach dem Wasser wird zu, Glasboden wird zu Wasser, ne? Genau. Ist es dann schon mit dem Turm? Genau, hm? Also Kathy kommt ja raus aus dem Raum oder aus dem Wasser und kann sich retten und läuft weiter durch das Haus und kommt dann am Ende in den Turm und findet ein Porträt von Ellen und John und verfällt daraufhin in Trance und schreibt auf, ich glaube, einen Spiegel oder zumindest irgendwas, was staubig ist. Ich glaube, direkt auf das Bild. Stimmt, direkt auf das Bild, genau. Die Worte, ich glaube, John, kein Selbstmord, Ellen, Sukina töten John. Und da wird einem als Zuschauer dann sofort klar, es ging um den angeblichen Selbstmord von John, der aus dem Turmfenster gestürzt ist, wo man ja nicht wusste, ob das eben tatsächlich ein Selbstmord war oder nicht. Und dann wird quasi in Rückblende gezeigt, wie Sukina und Ellen diese Intrige formen, um John am Ende zu zweit aus dem Fenster zu stürzen. Genau. Und die Szene, muss ich sagen, fand ich auch richtig gut gemacht. Einmal natürlich wieder wegen Kathys Fähigkeit, weil das für mich was ganz Neues war mit diesem Fernschreiben. Und auch wieder der Rückgriff eben auf die Vorgeschichte des Hauses und dann auch die Darstellung von Sukina und Ellen, die sich, nachdem sie John aus dem Fenster gestürzt haben, an den Händen halten, dastehen und aus diesem Fenster schauen. Mhm. Und die fand ich sehr wirkungsvoll. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Jonas? Ich habe da jetzt nicht mehr viel zu sagen. Okay. Nein, was ich halt vor allem daran schön finde, das Bild, das sich dann, dieses Porträtbild, das verändert sich ja. Du hast dann auf einmal Steve im Bild, der vorher nicht da war. Und das fand ich nochmal eine ganz hübsche Geschichte und eine hübsche Idee, das so zu machen. Denn die Thematik von sich verändernden Bildern,
die haben wir ja auch nochmal bei King in der Geschichte, nämlich, wie heißt das, das Buch nur? Das Bild. Ja, genau, das Bild. Ja. Denn da ist es eben auch so, dass diese Welten quasi miteinander interagieren können und verschmelzen und sich ändern können. Also das fand ich im Sinne des King-Universums wieder eine ganz hübsche Sache. Ja, man kämpft sich dann letzten Endes wieder zurück und beschließt dann, dass der, dass ja Amy der Schlüssel zum Ganzen ist. Und ja, dieser Schlüssel muss ja irgendwie erreicht werden. Wir haben schon festgestellt, Nick ist nicht mehr da, der bis jetzt als der Zwischenpol quasi zwischen allen anderen interagiert hat. Auf den können wir uns also jetzt nicht mehr verlassen. Und die telepathische Verbindung zwischen Steven und Amy ist eher so lala, die funktioniert nur so halb. Und jetzt wird eben beschlossen, dass man mit Amy in Kontakt treten kann über die Schriftkommunikation von Casey. Das wird dann auch entsprechend durchgeführt. Das ist dann auch schon der große Endkampf. Ihr merkt es an der Begeisterung in meiner Stimme. Generell glaube ich an unserer aller Begeisterung, dass so langsam deutlich wird, ach, wann ist es denn endlich soweit? Ja, die Luft ist raus. Das ist total das Problem. Dazu hat der zweite Teil irgendwie zu wenig Fokus gehabt. Also mir ist es mittlerweile egal, was passiert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich habe auch irgendwie nicht kapiert, wie das mit diesem Schriftgedöns funktionieren soll und warum auf einmal alles so turbulent wurde und das Haus aufbegehrt hat und so. Das war alles sehr wirr und komisch und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Naja, auf jeden Fall, ich habe schon wieder übrigens völlig vergessen, was so richtig passiert, aber wir beschließen dann, dass wir über über Casey und Annie zusammen über ihre Gedankenkraft beschließen, das Haus muss zerstört werden und Gedöns und Tu und so weiter und so fort. Und es taucht dann auch irgendwie der Geist von Ellen auf. Krieg's nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt nicht. Kriegt ihr's noch hin? Also ich versuch's mal. Also durch diese Verbindung zwischen Kathy und Annie bekommt Kathy sozusagen das Haus dazu, Türen und Fenster zu öffnen. Also es wird ja alles gesprengt. Vorher konnten sie ja keine Tür, kein Fenster öffnen, um rauszukommen aus dem Haus. Das heißt, dadurch waren jetzt die Ausgänge sozusagen frei. Und Steven schnappt sich Annie, geht dann zusammen mit Kathy und Rachel und Emery nach draußen oder will nach draußen und wollen Joyce mitnehmen, aber Joyce weigert sich, bleibt zurück im Haus und auf dem Weg nach draußen kommt durch den Spiegel, durch einen Spiegel die Mutter von, ich weiß jetzt nicht, ich glaube erst kommt die Mutter von Emery durch, genau. Und will ihn zurückhalten. So von wegen, du bist mein Sohn und du gehörst zu mir und ich habe die Macht über dich. Und Steven unterstützt Emery in seinen Fähigkeiten, dass er stark sein muss, um sich gegen seine Mutter zu wehren und genau das Gleiche anzuwenden wie bei den Geistern, die er sonst sieht. Und das funktioniert dann auch. Emery kann sich von dem Spiegel lösen. Und dann taucht Ellen auf mit dem Hammer in der Hand. Genau. Und sie möchte, dass Steven mit ihr zusammen weiterbaut am Haus. Genau, und das ist ja die gleiche Erscheinung, die Steven hatte als kleiner Junge, als er sich im Haus verlaufen hat. Da ist sie ja auch noch nicht ganz so verwest, vor ihm erschienen mit dem Hammer und hat ihn aufgefordert, mit ihm das Haus weiterzubauen. Und ich habe eigentlich erwartet, sobald er den Hammer nimmt, ist er verloren. Passiert irgendwas, aber er nimmt den Hammer, es passiert nichts und er sagt dann nur, ich will aber das Haus gar nicht mit dir weiterbauen und wirft den Hammer durch sie durch in den Spiegel und zerbricht damit die Verbindung und sie rennen nach draußen. Genau, aber was mir jetzt fehlt als Verbindungsszene, es gibt ja noch dieses Puppenhaus, das im zweiten Teil schon mal so ein bisschen gezeigt wird.
wo ich am Anfang gedacht habe, okay, alle, die im echten Haus verschwinden, leben dann in diesem Puppenhaus quasi weiter. Das ist ja auch so eine King-Thematik, die ab und zu mal angerissen wird. Ja, du hast jetzt gerade das Buch von Tabitha King in Erinnerung. Das war mein erster Verdacht. Aber es gibt dieses Puppenhaus und diese Explosion, wo die Fenster aufgesprengt werden und so weiter. Die sind ja auch wieder mit Annies Domino-Stein-Magie-Sache da irgendwie verknüpft. Aber wo der Zusammenhang zwischen dieser Domino-Stein-Sache und der Schriftmagie-Sache ist, den habe ich nicht begriffen. Den habe ich ehrlich nicht begriffen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine gibt. Tatsächlich. Ja, weil doch, das mit den Dominosteinen löst aus quasi, sobald die Steine im Haus zusammen, im Puppenhaus zusammenfallen, löst es aus, dass die Fenster auseinanderbrechen. Aber da sind die schon draußen. Das weiß ich eben nicht. Das ist genau der Punkt, den ich nicht begriffen habe in dem Film. Also ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe vom Film her, dann schreiben Kathy und Annie die gleichen Worte auf ihre Blätter, genau, bei dieser Übertragung. Und Kathy bringt Annie dazu zu schreiben, open the doors, und dann gehen die Türen auf und dann auch Windows und dann explodieren die Fenster des Hauses. Und als es dann quasi immer schlimmer wird, brechen sie das Ganze ab und flüchten. Und erst wenn sie draußen sind und auf das Haus sozusagen schauen, sieht man den das Bild mit dem Puppenhaus und den Dominostein, dass die jetzt anfangen zusammenzufallen und sobald okay, das ist also quasi nur die finale Zerstörung des Bösen. Genau, dass eben okay, dann sobald die Dominosteine das Haus erreichen, fliegt auch eben ein Dominostein von oben drauf und dann kommt dieser Steinhagel vom Himmel. Das ist quasi in Analogie zu der Anfangsszene, wo sie das Bild malt. Genau. Wo ist genau, jetzt kein Bild, sondern halt dieses Haus. Das Puppenhaus, okay, genau. Ja, ihr merkt schon, das Ende ist so abrupt und so konfus und so merkwürdig insgesamt, dass ich wirklich glaube, erstens ging denen da das Geld aus, das kann ich nicht beurteilen, aber das macht den Eindruck. Und zweitens hatte der Filmemacher keinen Bock mehr auf den Scheiß. Es geht mir genauso. Also nicht das mit dem Geld, mehr das mit dem Bock. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie während des Drehs vielleicht auch selbst gemerkt haben, es ist einfach zu lang, es ist zu zäh gewesen, was wir vorher gemacht haben, aber wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen, damit die Story auch ein Ende hat und dann quasi aus der Not heraus das dann so zu machen. Aber es war wirklich komplett die Luft raus am Ende. Ja. Ja, und dann den Abschluss mit der Geister-Joyce, die dann eben im sich zerstörenden Haus zurückbleibt und die dann auch wieder auf einem, wie auch immer, gearteten Turm zurückbleibt. Die Geister sehen alle alt aus, obwohl das Mädel ja auch ein Geistermädel geblieben ist, das genauso alt war. Und alles und auch wie dann Joyce von den Geistern umringt wurde, die sie dann geholt haben, das war erstens beschissen gespielt. Sie ist da auch nicht unbedingt sonderlich authentisch in ihrer Angst. Und das ganze Ende war eine Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Ja, da stimme ich absolut zu. Total. Also ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, auch gut eine Dreiviertel Flasche Apfelpunsch in mir. Aber ich habe das Ende nicht begriffen. Also so überhaupt nicht. Deswegen kann ich euch da auch jetzt nicht sonderlich viel dazu Gutes sagen, weil, Es gibt auch nicht viel Gutes darüber zu sagen. Selbst nüchtern. Versteht man es nicht und nein. Naja, aber die andere Abschlussszene ist dann halt neben Joyce, dass eben die anderen Überlebenden dieses kleinen Expeditionsausschusses nach dem Abriss des Hauses zusammenstehen und für die Opfer dieser Expedition Rosen niederlegen. Und auf einmal ist Emory natürlich auch der geläuterte, von seiner Mutter befreite Charakter, der eben auch eine Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten. Wir haben Amy, die mit ihrer wie auch immer gearteten Einschränkung besser zurechtkommt. Wir haben Rose, die jetzt nicht mehr die Pufferzone zwischen der Welt und Amy bilden muss. Wir haben Steven, der jetzt die Chance hat, eine
vernünftige Beziehung zu starten, der eben nicht nur Mittel zum Zweck ist. Aber nee, also die ganze zweite DVD hätte man sich komplett schenken müssen. Dela, der Apfelpunsch scheint wirklich schon zu wirken, weil du die Schauspielerin Mrs. Linsky, ich weiß gerade ihren Vornamen nicht mehr, du jetzt liebevoll Rose genannt hast aus Two and a Half Men, aber ja, es ist Rachel. Genau, sie wird ja in der ganzen Zeit nur Sis genannt. Genau, außer Steven, der bevorzugt Rachel und das genau. Ist ja auch wieder so ein, ja, da kann du hast was gehen. Wir könnten das ja auch mischen und nennen es Rose und Rachel und nehmen Friends dazu. Genau, wollte ich gerade sagen. Außerdem mache ich das ja mit Absicht, weil das Haus heißt Rosewood und eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Und ist manchmal nur eine Rose. Ja, nein, sagt mal was. Also ich fand den Stoßteil erstens unglaublich verwirrend, unglaublich dämlich, unglaublich nutzlos. Man hätte das Ganze auch wirklich auf eine DVD pressen können, wenn man diese nutzlosen Szenen rausgeschnitten hätte. Dann hätte das auch auf eine DVD gepasst. Ja, also völlig abschreiben würde ich es jetzt nicht. Aber insgesamt hätte man eben keine Miniserie draus machen müssen, sondern ich glaube, mit gezielten Kürzungen und vielleicht einigen stärkeren Hervorhebungen, nicht ganz so komplexen Charakteren oder nicht so viel komplexen mit übernatürlichen Fähigkeiten bestückten Charakteren das Ganze auch zu einem vielleicht ganz guten Kinofilm zu machen, anstatt so eine Miniserie, wo man wirklich am Ende enttäuscht ist, weil sie wirklich sehr, sehr gut angefangen hat. Wenn man gerade bedenkt, dass daraus eine Miniserie gemacht wurde, um den Figuren mehr Tiefe zu geben, da haben sie echt versagt. Ja. Nun gut, dann würde ich sagen, finden wir doch für diese Folge und für dieses Miniserie ein kurzes Schluss. Ein Resümee gewissermaßen. Da muss ich wirklich sagen, das Ding hat echt gut angefangen. Ich habe wirklich am Anfang damit wirklich Spaß gehabt. Kann man gar nichts sagen. Das sieht in der Bildgestaltung wirklich, wirklich gute Arbeit. Da haben sie echt vernünftigen Job gemacht. Das kann man angucken und es ist für einen King-Film auch. Und dazu stehe ich wirklich, für einen King-Film ist das eine gute Sache. Kannst du gar nicht sagen. Genau, auch die Schauspieler sind eigentlich durch die Bank weg, gut. Also vielleicht nicht herausragend, aber... Aber anständig, es ist vernünftig. Genau, wenn man bedenkt, was man schon für Nieten hatte, ist das auch hier kein Grund, sich zu beschweren. Das Einzige ist tatsächlich die Geschichte, die auseinanderfällt. Und das Ende, wie gesagt, das Ende ist eine totale Katastrophe, sowohl filmisch als auch inhaltlich. Wie gesagt, natürlich können die in der filmischen Gestaltung keine Wunder vollbringen, wenn die Geschichte Schwachsinn ist. Aber es fällt halt wirklich komplett auseinander. Man kann nicht mehr unterscheiden, was jetzt da so richtig passiert und was nicht. Es ist einfach nur deprimierend. Die haben den Film, der echt gut angefangen hat, komplett in den Sand gesetzt, wenn die mich fragen. Ja, anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Ja, stimme ich zu. Absolut. Hattet ihr denn generell während dieser Zeit ein bisschen Spaß an dem Film? Wie würdet ihr den denn im Rahmen von anderen King-Filmen, die ihr vielleicht kennt, zu bewerben? Gehen wir mal von unserer 0 bis 19 Skala aus. Als Gesamtkonzept, also auch wenn man das beschissene Ende bedenkt. Inklusive dem Tagebuch oder exklusive? Ja, sagen wir mal inklusive, weil das Tagebuch hat ja keine neuen Inhalte. Das ist ja einfach nur die Erweiterung der Geschichte. Ich würde vielleicht 5-6 Punkte geben. Also es ist kein totaler Reinfall, weil, wie schon gesagt, der Anfang ist echt stark. Optisch ist es gut, aber es zerbröckelt halt komplett. Es wird von Steinen zerschmettert wie das Haus am Ende. Missy? Also ich glaube, ich würde ein bisschen mehr geben, weil mich der Anfang sehr, sehr gefesselt hat vom Hauptteil, also von der Miniserie, mich die Charaktere, also die Schauspieler überzeugt haben, die atmosphärische Darstellung durch die Musik, teilweise auch durch die Kameraführung, das Set war schon richtig, richtig gut. Und die einzige, ja, Negativpunkte war eben dieses, wie ihr schon angedeutet habt, das Zerbröckeln
der Geschichte am Ende. Und deswegen würde ich so bei 9 landen. Also ein bisschen quasi weniger als die Hälfte, ja. Okay, Jonas? Ja, ich finde es mit der Bewertung ein bisschen schwierig, weil wir ja sonst Bücher haben und jetzt einen Film. Weil filmerisch fand ich das gut gemacht oder handwerklich gut, aber die Story war nicht gut. Vielleicht hätte man es besser machen können, wenn es wirklich geschrieben gewesen wäre als Buch mit ein paar Kniffen. Aber so gebe ich auch nicht mehr als 6 Punkte. Ja, ich würde auch bei 7 Punkten ungefähr landen, weil erstens, ich hatte an der Vorgeschichte, also am Prequel, echt Spaß. Der war hübsch gemacht und ich glaube, hätte ich den gesehen, bevor ich die Hauptgeschichte gesehen hätte, hätte ich da durchaus noch ein bisschen mehr Spaß rausgenommen. Aber die Hauptgeschichte fand ich von den Schauspielern toll. Ich fand die bildliche Umsetzung ziemlich klasse. Aber es hat halt einfach über die Dauer der Zeit echt nicht getragen. Und deswegen kann ich mehr als die 7 Punkte nicht geben. Ich muss aber fairerweise sagen, King-Filme sind, wie gesagt, im Durchschnitt deutlich beschissener. Also wenn ich mir dann so überlege, was wir schon für King-Filme hatten mit der Hand Gottes und was weiß ich was, da hatten wir schon schlimmere Enden, muss ich fairerweise dazu echt sagen. Ja, das stimmt. Er ist eigentlich weniger schlimm als langweilig. Genau, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Aber man hat, wenn man das will, durchaus ein paar hübsche Dinge da drin und ein paar hübsche Elemente. Aber er ist einfach zu lang und er bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Drücken wir es mal so aus. Ja, damit kann ich leben. Es gibt aber scheinbar Leute, denen es gefallen hat, denn er war für 5 Awards nominiert. Scheiße. Unterschiedlich hat keinen gewonnen. Muss ich dazu auch sagen, aber eine Nominierung ist ja schon mal was. Was ich verstehen kann, ist bestes Casting, bestes Produktionsdesign. Gut, 2-mal für beste Miniserie, da verstehe ich schon weniger. Und was ich gar nicht verstehe, ist beste visuelle Effekte in einer Miniserie. Nee, das verstehe ich nur weiß Gott nicht. Also, ich auch nicht. Ich muss sagen, beste Miniserie kann ich eventuell noch akzeptieren. Weil gerade wenn man sich die Stand-Verfilmung anguckt, was ja auch eine Miniserie war, da war der schon besser. Nein. Doch, da gerade, ich dir wenn man, nein, gerade, Flo, gerade wenn man es in Anbetracht des Buchkontexts, war der wahrscheinlich schon deutlich besser. The Stand hat ein grandioses Buch gehabt, das in der Miniserie total verheizt wurde. Das sehe ich anders, aber ich glaube, wenn wir das jetzt hier diskutieren, wird es zu weit. Ja, okay. Aber kann ich aber das würde ich noch nicht mal so sehr bestreiten. Aber die Effektdarstellung und so weiter, die war ja nun wirklich schlecht. Die war, glaube ich, tatsächlich auch für die damalige Zeit schlecht. Also das verstehe ja, ich nun weiß Gott nicht. Auf jeden Fall. Ich meine, die Effekte waren damals nicht besonders gut, aber trotzdem. Das ging 2002 schon besser. Naja. Aber ich muss trotzdem sagen, für die King-Desaster, die wir sonst bei Filmen schon hatten, ist der echt akzeptabel. Man kann den echt angucken. Er ist, wie gesagt, zu lang und er bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Aber er ist erträglich. Er ist wirklich nicht so schlecht, wie er hätte sein können. Und ich weiß nicht, Flo, gibt es zu diesem Drehbuch oder wie auch immer in irgendeiner Form eine schriftliche Verwertung im eigentlichen Sinne? Nein. Nein. Es gibt also wirklich nur das Buch zum Prequel. Ja. Und das okay. ist ja auch nicht von King. Ja, okay. Ja. Gut. Es gibt aber Verknüpfungen. Ja, gibt es. Also außer den üblichen Horrorgeschichten eben mit Sarah und Geisterhausgeschichten wie Shining und so weiter. Ja, es gibt eine Verknüpfung mit einem deiner Lieblingsbücher. Das Haus wird auch in das Schwarze Haus erwähnt. Naja, gut, aber das ist jetzt ja nur Gott. Nun. Ja, das willst du vergessen, ich verstehe es. Das gehört so in die Kategorie Bücher, die ich gerne verbringe. Aber ansonsten ist euch keine Verknüpfung in dem Sinne aufgefallen. Nein. Außer der schon gesagten Carrie-Verknüpfung, aber ja. Das war's auch. Aber wie gesagt, also was ich euch echt wirklich aus vollstem Herzen ans Herz legen kann, ist die Verknüpfung zu Shirley Jackson. Das ist wirklich ein gutes Buch, das kann man echt lesen. Und demzufolge, wie gesagt, King hat es selber empfohlen in Dance Macabre. Das kann man echt lesen, das ist ein gutes Buch. Die Netflix-Serie habe ich selber noch nicht gesehen, aber man kann sich's, glaube ich, echt angucken. Also da kann man Spaß haben. Und Geisterhäuser sind per Definition sowieso grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes.
Das sehe ich auch so. Wir werden ja auch noch welche in unserer Zukunft haben. Aber was haben wir denn sonst so in unserer Zukunft, Dela? Was haben wir sonst noch in unserer Zukunft? Wir haben auf jeden Fall vor uns der Fluch. Das wird die erste Folge im Januar sein, die ihr zu hören bekommt. Und dann werden erstmal lange, lange Zeit Folgen zu Blut folgen. Blut ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ganz hübsch ist. Da werden wir, ich glaube, wie viel sind es? 5 oder 6 Folgen? Müssten 7 Folgen sein zu Blut. Die sind auch alle schon ausgebucht. Mehrfach. Da freuen wir uns übrigens sehr drüber. Da wird es ja einige echt schlechte Kurzgeschichten geben. Aber auch einige sehr gute. Unter anderem einige meiner Lieblingskurzgeschichten geben. Nämlich das Floß. Über diese Kurzgeschichte haben wir schon mal in der filmischen Version gesprochen. In unserer Folge zu Creepshow. Das könnt ihr euch gerne anhören. Ich werde es euch natürlich verlinken. Aber das ist eine der besten Kurzgeschichten, die King meiner Meinung nach jemals geschrieben hat. Aber es sind noch einige andere wirklich, wirklich vernünftige Kurzgeschichten dabei. Und danach wird es weitergehen mit S. Es wird weitergehen mit Die Augen des Drachen. Mit 3 und Sie. Das sind jetzt erstmal die, die wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft in Frühling 2019 mit euch besprechen werden. Aber es sind noch einige Kurzgeschichten frei, wenn ihr das möchtet. Wir haben zum Beispiel Das heimliche Fenster, Der heimliche Garten offen. Wir haben Der Bibliothekspolizist und Zeitraffer offen. Die Geschichten stammen alle von 4 vor Mitternacht. Und da könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr möchtet. Ihr müsstet einfach nur euch bei uns melden, zum Beispiel über Twitter oder über Mastodon. Da könnt ihr uns anschreiben und sagen, hey, ich hätte Lust, in der Geschichte mitzumachen. Und wir würden euch dann entsprechend alles erklären und euch auch gegebenenfalls die Bücher mit in die Hand drücken, wenn ihr das wollen würdet. Und falls ihr zu den Geschichten was zu sagen habt, aber nicht unbedingt mit podcasten wollt, schreibt uns, wir bauen eure Meinung gerne auch in die Folge mit ein. Genau, wie gesagt, kontaktieren könnt ihr uns entweder per E-Mail oder über Twitter oder über Mastodon oder wo auch immer ihr sonst wollt. Wir sind gerne bereit, mit eurer Meinung zu interagieren. Die Kommentarfunktion selber habe ich abgeschalten im Blog, aber es hat sowieso keine Sau kommentiert in dem Sinne. Wenn ihr aber irgendeine Meinung habt, dann schreibt die uns und wir werden die dann entsprechend auch im Folgentext mit integrieren und da eventuell auch drauf antworten, wenn wir das irgendwie können. In diesem Sinne, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, wenn ihr mit uns interagiert, wenn ihr mit uns sendet und hoffen, dass ihr da auch gerne mitmacht und ein bisschen Spaß dran habt. Ich hoffe, wir haben auch dir ein bisschen Spaß bereitet, liebe Missy. Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mal wieder hier vorm Mikrofon zu sitzen. Und vielleicht ergibt sich ja für die Zukunft das ein oder andere Podcast-Gespräch mit euch wieder über den Mister of Horror. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, das war's jetzt fast für dieses Jahr mit dem König, Bube, Dame, Gast. Es gibt noch eine kleine Überraschung Ende des Jahres. Und wie ihr schon gehört habt, geht's nächstes Jahr Vollpower weiter. Also ihr werdet uns nicht los. Wir wünschen euch noch eine beschauliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ihr hört von uns. Wenn ihr es nicht vermeiden könnt. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, ich bedanke mich ganz sehr bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch ganz sehr für alle Interaktionen, die ihr dieses Jahr mit uns gestartet habt. Und ich bedanke mich wirklich, wirklich von Herzen ganz sehr bei meinen beiden Mitpodcastern, die standardmäßig mein dummes Gelaber ertragen, nämlich beim Flo. Ja, ja, ja. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Jonas. Ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Es macht immer wieder Spaß mit dir. Es ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Und wie gesagt, wir bedanken uns natürlich auch bei der Missy. Wie gesagt, du warst unser Gründungsmitglied, du hast unsere allererste Folge mit uns bestritten. Es ist mir eine Ehre, mit dir zu senden. Kann ich nur so zurückgeben, liebe Dela. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, passt auf euch auf, versucht über die Weihnachtstage niemanden umzubringen und wenn ja, dann seht zu, dass ihr nicht erwischt werdet. Und wir hören uns dann zur Resümee-Folge zu 2018 wieder. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.